So, willkommen zum nun schon dritten Anleitungsvideo zur Arbeit mit LibreOffice Writer. Wir starten also zunächst die Textverarbeitung, stellen uns unser Textdokument in der entsprechenden Größe dar. Wir wissen jetzt, das Seitenobjekt hat viele Eigenschaften und ich möchte jetzt also weitere Objekte darstellen. In der Textverarbeitung zunächst also zumindest die wichtigsten Objekte mit ihren Eigenschaften. Also da sehen wir jetzt schon eines, das hier oben blinkt, sehr unscheinbar. Eigentlich sind es schon zwei Objekte. Das nächste im Objekt Seite enthaltene Objekt ist das Objekt Absatz. Auch hier rechte Maustaste, Absatzeigenschaften im Kontextmenü. Oder über Format, Absatz, kann man auch hier diese Eigenschaften aufrufen. Hier in diesem Dialogfenster finden wir alle Eigenschaften, die wir für das Objekt Absatz verwenden können. Als da wären zum Beispiel zunächst die Einzüge und Abstände vor dem Text, das heißt also vor dem gesamten Text des Absatzes, hinter dem Text, das ist also rechte Einzug, so bezeichnen wir diese Eigenschaft. Die erste Zeile lässt sich separat einziehen, nach links, rechts. Man spricht auch von positivem oder von negativem Erstzeileneinzug. Die Abstände zu den vorherigen und nachfolgenden Absätzen und der Zeilenabstand innerhalb des Absatzes sind also sehr wichtige, ganz grundlegende Eigenschaften. Die Ausrichtung der Absätze finden wir auch hier oben im Menü als im Symbolleisten als Symbole häufig. Der Textfluss, Silbentrennung, Umbrüche, das kann man also später. Assertische Schreibweise interessiert uns weniger. Gliederung, Nummerierungen kommen zum späteren Zeitpunkt. Tabulatoren, hochinteressant, auch zu einem späteren Zeitpunkt. Absätze lassen sich auch umranden. Ähnlich wie das also bei der Seite ist, finden wir hier die gleichen Eigenschaften, allerdings jetzt für das Absatzobjekt. Und der Absatz lässt sich auch mit entsprechenden Hintergründen ausstatten. Das ist schon an dieser Stelle durchaus hilfreich. Fangen wir also an. Zunächst brauchen wir etwas Text. Ich habe mir hier also mal einen Blindtext eingefügt und erzeuge jetzt an einigen Stellen einen Absatzumbruch. Die Enter-Taste erzeugt einen neuen Absatz. Das lässt sich natürlich gut sehen, wenn wir die Steuerzeichen eingeschaltet haben. Steuerung F10 sollte für das Arbeiten im Text schon Pflicht sein. Ich suche noch nach einem weiteren Absatz. Und vielleicht, ja doch, hier haben wir einen kleinen Absatz, den wir dann nachher auch anders gestalten. Gut, Absatzgestaltung, das heißt also, ich habe hier meinen Absatz. Ich will jetzt innerhalb des Absatzes eine neue Zeile beginnen, ohne dass der Absatz neu begonnen wird. Das geht mit der Umschalttaste und der Enter-Taste. Wir sehen hier, dass dann auch ein anderes Symbol zum Einsatz kommt. Dasselbe könnte ich auch über Einfügen manueller Umbruch erreichen, einen Zeilenumbruch auswählen, okay. Ja, so kann ich also innerhalb eines Absatzes neue Zeilen beginnen, ohne gleich einen neuen Absatz beginnen zu müssen. Dass das nach wie vor der zusammengehörige Absatz ist, will ich gleich zeigen. Rechte Maustaste, Absatzeigenschaften und dann geht es los. Einzüge, Abstände. Vor dem Text 1 cm. Wir sehen hier unten in der Vorschau schon die Wirkung. Hinter dem Text 2 cm. Über dem Absatz 1/2 cm. Und unter dem Absatz ein ganzer Zentimeter, das soll zunächst genügen. Mit OK bestätige ich das und weise dem Absatz diese Eigenschaften zu. Einzug ein halber, ein Zentimeter, ein ganzer
Zentimeter. Hier scheint was schiefgelaufen zu sein. Rechte Maustaste, Absatzeigenschaften. Schaue ich mir es nochmal an. Ja. Da geht es also um Zeichen. Hier habe ich nicht aufgepasst. Ich hätte also hier die Einheit Zentimeter vorgeben sollen. Und hier geht es auch um Zeilen und nicht um Zentimeter. Also ändere ich das gleich noch. Das Programm rechnet dann sofort diese Zentimeterangabe in Zeichen und Zeilen an die Angaben um. Hier kann man also unterbinden, dass Absätze der gleichen Vorlage diese Vorgaben verwenden. Das kann später sehr hilfreich sein. So, aufgepasst, jetzt habe ich den Zentimeterabstand. Wir sehen sie oben am Lineal vor und Einzug vor und hinter dem Absatz. Ich habe den halben Zentimeter Abstand oben und ich habe den Zentimeterabstand unten. Wir sehen also, ich habe nur die Eigenschaften dieses einen Absatzes beeinflusst. Ja, schauen wir uns noch mal kurz hier um. Hier hätten wir natürlich in der Seitenleiste die Absatzeigenschaften sehr übersichtlich. Machen wir ruhig mal weiter. Absatzausrichtung, zentriert, rechtsbündig. Im Blocksatz heißt also links und rechtsbündig. Die Schreibrichtung brauchen wir hier nicht beeinflussen. Ich könnte hier dann, das sind Aufzählungsnummerierungseigenschaften, Absatz Hintergrundfarbe. Gut, hier sollte man dunkle Farben meiden, vielleicht ein helles Blassgelb. Abstände, Absatzabstand nach unten, vergrößern, verkleinern, Einzüge, all die Dinge lassen sich natürlich gut einmal ausprobieren. Wenn wir hier drauf zeigen auf die Eigenschaften, bekommen wir auch einen Tooltip, noch klar gesagt, welche Eigenschaften ganz konkret hier beeinflusst werden können. Das ist also wichtig, Absatzeigenschaften. Übrigens kann man hier auch natürlich direkt das Fenster wieder öffnen mit allen Absatzeigenschaften. Man sollte aber schon wissen, dass es dieses Fenster gibt und welche Möglichkeiten sich dadurch bieten. Ich mache noch eine kleine Umrandung rein. In dem Falle nehme ich also nicht die Farbe Schwarz. Schatten dazu. Einen größeren Abstand zum Text. Okay. Und schon ist für den Absatz, den ich also jetzt ausgewählt habe, hier die entsprechende Eigenschaft zugewiesen. So viel erst einmal zu den Absatzeigenschaften. Wir klären also ganz klar noch einmal, es gibt Seitenobjekte, abgeleitet aus der Klasse Seiten. Es gibt Absatzobjekte, abgeleitet aus der Klasse Absatz. Mit entsprechenden Standardeigenschaften, die ich natürlich entsprechend beeinflussen kann. Und am Ende des Absatzes kann ich immer einen neuen Absatz erzeugen, indem ich einfach nur die Enter-Taste drücke und damit einen neuen Absatz einleite. Drücke ich die Umschalt-Taste, das heißt die Großbuchstabentaste zusammen mit der Enter-Taste, erhalte ich keinen neuen Absatz, sondern nur eine neue Zeile. Das ist zum Beispiel hilfreich. Entschuldigung. Ihr seht also, die Absatzeigenschaften werden auf den nächsten Absatz übernommen. Das kann ich zum Beispiel sehr leicht zurückstellen, wenn ich diese direkte Formatierung lösche, die der dann auf den nächsten Absatz übertragen hat. Und dann hier zum Beispiel mal demonstriere, wie ich mit dem negativen Erstzeileneinzug verfahre. Ich drücke also jetzt die Tabulator-Taste und dann habe ich hier oben die Möglichkeit, bei gedrückter Taste Steuerung den Einzug vor dem Text separat zu behandeln. Das ist der Erstzeileneinzug, Einzug vor dem Text. Hier haben wir noch ein Symbol für den Einzug nach dem Text. Und wenn ich jetzt hier wieder
mir ein bisschen Text kopiere. Und hier einfüge, dann sehen wir, wie sich der negative Erstzeileneinzug auswirkt. Ja, rechte Maustaste, Absatzeigenschaften. Und wir können also jetzt hier zum Beispiel auch einmal noch eine halbe Zeile Platz schaffen unter dem Absatz. Wir sehen jetzt hier, die erste Zeile sind negativ eingezogen, das heißt also nach links ausgestellt. Würde ich das Minuszeichen jetzt hier entfernen. Schauen wir uns an, was dann passiert. Für beide Absätze, die ich jetzt hier markiert habe, würde also jetzt der Einzug nach rechts positiv erfolgen. Das wollte ich eigentlich gar nicht mit rückgängig machen oder Steuerung Z kann ich das leicht beheben. Ich kann das natürlich auch nur für eine Zeile erreichen, indem ich hier oder für einen Absatz erreichen, indem ich hier also aus dem Minus ein Plus mache, positiver Erstzeileneinzug, Abstand unter dem Absatz. Auch hier etwas Abstand über dem Absatz, unter dem Absatz. Und hier kann ich also auch den Zeilenabstand in den Standardwerten ändern. Wir sehen hier, jetzt werden die Zeilen entsprechend weiter auseinander dargestellt. Also der Möglichkeiten der Gestaltung von Absätzen sind hier kaum Grenzen gesetzt und ich kann also sogar sehr schöne Merksätze darstellen. Auch natürlich an dieser Stelle ein bisschen einziehen rechts und links und entsprechende Vorgaben machen. Hier habe ich zum Beispiel, sehe ich nicht die Möglichkeit, den Rahmen, die Rahmeneigenschaften, die Randeigenschaften und den Abstand des Textes zum Rand zu beeinflussen. Also muss ich auf alle Eigenschaften zurückgehen, Umrandung und dann hier das Ganze ein wenig zurücknehmen. Okay, so, dann sieht das schon wesentlich besser aus. An dieser Stelle also viel Spaß beim Ausprobieren und Gestalten von Absätzen.